Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept, unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Business-Aufbau interessierst. Mit Annick und Lisa. Du hast gerade runtergezählt. 3, 2, 1, go, damit wir gleichzeitig auf Aufnahme stellen und unsere Tonspuren später ordentlich übereinander legen lassen können von unserem besten Mr. Goldstaub Timo. Grüße an Timo. Grüße an Timo, der immer unseren Podcast schneidet. 3, 2, 1, go. Was sind unsere No-Gos? Gott, ist das eine Brücke. Willkommen beim Thema Jobannoncen schreiben. Was sind die No-Gos beim Schreiben der Jobannonce? Da war nix, ne? Den Wortwitz hast du dir lange überlegt. Also erstmal ein No-Go ist, eine Podcast-Folge mit einem absoluten Flachwitz anzufangen. Ein To-Go ist, seinen liebsten Assistenten zu grüßen, ja. Mr. Goldstaub. Das soll man immer machen. Aber die No-Gos bei Stellenanzeigen. Ja. Lisa, leg los. No-Go der Stellenanzeige. Zur Erweiterung unseres Betriebs suchen wir eine. Punkt, Punkt, Punkt. Hast du schon 3 Sekunden was erzählt und keine einzige Info gebracht? Schon weitergewählt. Dann nächstes No-Go ist, das als Titelbild das Hotel abzubilden. Die Fassade. Also das Gebäude, die Fassade. Ein schönes graues Haus. Wenn du Glück hast, noch mit einer Palme und einer Sonne oben drüber. Das wird dann noch ein bisschen schmackhafter. Genau. Noch ein No-Go ist, das Ganze aus deiner Perspektive zu erzählen. Also sprich, wie toll du bist und wie … Aus deiner Perspektive als Arbeitgeber, ja, oder genau, was? Genau, genau. Wir sind ein dynamisches, familiäres Unternehmen, bei dem der Gast an erster Stelle steht. Hm. Ja, da sollte stehen, bei denen unsere Mitarbeiter an erster Stelle stehen? Nicht unbedingt, sondern es ist, wenn du die ganze Zeit, also erst einmal, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was sind dann bitte die To-Dos? Hört die restlichen Podcast-Folgen, da kommt die Auslauflösung. Das ist jetzt sozusagen die Zusammenfassung, das ist jetzt die Prüfung, ob ihr auch wirklich zugehört habt. Genau. Und ihr könnt eure Jobannonce jetzt, die ihr vor euch liegen habt und selber geschrieben habt, mal prüfen, ist das drin oder nicht. Also überall jetzt bitte gucken. Genau. Bitte das nicht tun. Also das bedeutet, wenn diese Jobannonce etwas anderes erzählt als die ganze Zeit die Vorteile aus der Sicht desjenigen, der sich bewerben soll. Was bedeutet das? Also das, was, warum sollte derjenige bei dir arbeiten? Ja, was ist der Vorteil? Also da kann man eben dann so sagen, ja, wenn du gerne Gäste bedienst, dann bist du genau bei uns richtig. Das ist aus der Sicht des Bewerbers. Wenn du aber sagst, wir sind ein traditionsreiches Haus, bei dem der Gast an erster Stelle steht. Natürlich, aber da ist kein Vorteil für den. Dein Vorteil ist, wenn er sagt, wenn du deine Gastgeberleidenschaft ausspielen möchtest, wenn du die Extrameile gerne gehst, wenn du es liebst, Überraschungsmomente für einen Gast zu zaubern. Ja, da sind wir jetzt aus der Sicht. Wir sind in dem Bewerber drin. Wie geht's dem auf Arbeit? Wie soll der sich fühlen? Wir sind bei No-Go. Ja, nur war es halt da so ein bisschen zu, war das jetzt auch ein No-Go? Aber es war ansonsten zu schwer das zu verstehen. Das war jetzt, wie man es besser macht. Ja, genau. 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 Wir bleiben No-Go. Bei den No-Gos. Für die Erklärung hörst du könnt ihr die vorherigen genau. Folgen hören. Stellenanzeige to go. Unser grenzgenialer Workshop, der dir zeigt, wie du Mitarbeiter auf Knopfdruck bekommst. Und zwar die richtigen, in kurzer Zeit und ohne große Ausgaben. Finde heraus, was der geniale Trick ist, der dich deine Mitarbeitersuche ganz neu denken lässt. Positionier dich als begehrenswerter Arbeitgeber. Ziehe dein Lieblingspersonal wie magisch an. Mach dich und dein Team endlich sorgenfrei. Du erhältst einen konkreten Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan. Mit dieser Vorlage kannst du schon in einer Stunde deine perfekte, anziehende Jobannonce aufsetzen. Und du erhältst zusätzliche, tiefergehende Tipps und Erläuterungen im Video und ausführliche Erklärungen als PDF-Vorlagen.
Stellenanzeige to go. Die bessere Jobannonce. So findest du Mitarbeiter heute. Nähere Infos auch unter salzinersuppe.de und in den Shownotes. No-Go wäre, bitte schicke uns deine Bewerbungsunterlagen samt Zeugnisse und deine Gehaltsvorstellungen an presse@hotel.de. Genau. Oder HR ja. an Hotel.de. Und dann No-Go, derjenige schickt irgendwas und kriegt eine Woche lang keine Antwort. Der ist definitiv weg vom Markt. Ja, genau. Oder es steht da, No-Go, Gehalt nach Vereinbarung. Gehalt nach Vereinbarung? Das habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Gibt's das? Ja, oder steht einfach, ja doch, oder es steht halt da, ach so, diese, wie heißt es so schön, leistungsgerechte Bezahlung. Tarifliche, das ist genau, ein. Ja. Wir zahlen sogar tariflich. Leistungsgerechte Bezahlung. Super. Ja, tariflich kriegst du ja noch raus, aber leistungsgerechte Bezahlung, ich meine, das ist so, wie wenn du in Chemie früher ausgefragt wurdest und hast dem Lehrer gesagt, das beruht auf den Eigenschaften der chemischen Elemente. Also es ist halt, da kannst du halt einfach auch gleich. Wir hatten einen in der Klasse, der hat das immer gesagt. Ach, den liebe ich. So, noch ein No-Go. Euer Logo ja. in der Sektion, wo ihr Logos hochladen sollt. Auch eine sehr spannende Folge übrigens. Ja, genau. Also es wird immer spannender, warum man diese ganze Staffel hören sollte, weil all das haben wir dort beantwortet. Warum solltet ihr das Logo nicht da hochladen, wo das Logo steht? Richtig. Kommt ziemlich am Anfang vor. Ja, einer der ersten. Ja, das mal so verraten. Ja. Haben wir noch ein No-Go? Ja, wir haben ganz viele. Du bist dran. Ich habe eins genannt. Wir machen hier Ping-Pong. Ja, genau. Schreibt das Ganze als Word-Dokument und ja, schreib's halt einfach runter. Das wäre noch so ein No-Go. Mhm. So schön dicht. Ja, mhm. viel Text. Muss ja viel rein. Ja, viel Text. Ist nicht so viel Platz. Ja, keine Gliederung. Ist ganz genau. wichtig als, ja. Genau. Genau. Warte mal, jetzt bin ich schon wieder dran, ne? Ich habe noch eins. Ja. Dann mach du schnell. Ich lass mir noch eins einfallen. Dann mach. Wie heißt es? Ich bin so schwach in Grammatik. Nominalisierung nenne ich das immer. Ja, schön. Ja, also. Sowas wie zur Einsendung Ihrer Bewerbung, da kann man einfach nur sagen, schick uns deine Bewerbung oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Ist viel, viel lockerer, ist viel, viel näher. Genau. Zur Besetzung unserer Position in der Abteilung bla 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 sind wir auf der Suche. Genau. Wenn du schon das No-Go gemacht hast und das Fassadenbild von deinem Hotel in den Header gepackt hast, dann ist es auch ein totales No-Go, noch weitere Bilder von deinem Hotel und in der schönen Lobby und dem schönen Restaurant und dem Spa-Bereich zu zeigen. Das schöne Bett. Genau. Denn ja, ist ja ganz klar, das ist ja genau das, was uns Bewerber spricht. Genau. Also wenn No-Go ist eben, wenn man das Ganze irgendwie verwechseln kann mit deinem Gäste, mit deiner Gästebroschüre. Richtig. Außer du hast dein Warum gefunden, dann könnte es ja ähnlich sein. Aber ansonsten, wenn es das übliche Blabla ist, Verzeihung, anwesende Hörer ausgenommen. Ich hatte übrigens, Lisa, das muss ich noch sagen zwischendurch, ich bin zum Beispiel neulich total angeeckt, weil ich halt manchmal auch sage, okay, in ich habe halt wirklich gesagt, eine ganze Menge Hotels haben das und das noch nicht für sich entdeckt. Und ich war da, glaube ich, ein bisschen hart. Also ich kann auch manchmal echt tough sein mit der Meinung. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Stellenanzeigen anschauen, dann haben wir uns die angeschaut und die allermeisten waren Mist. Sí, señora. Ja, also deswegen machen wir ja auch den Podcast. Es geht nicht darum, jetzt irgendjemandem sagen, du kannst es nicht oder sonst was, sondern woher sollen das die Leute denn alles wissen? Wir müssen im Hotel so viel schaffen und wir können nicht Spezialisten sein. Ja, und ja, deswegen gibt es diesen Podcast. Also wir freuen uns über alle, die einfach sich freuen, mal was Neues auszuprobieren und dafür offen sind. Beispielsweise schaffen Sie es, eigens in die Anzeige zu packen, um beispielsweise Ihre Boni oder positiven Aspekte reinzubringen. Eben das No-Go wäre, keine Icons, keine grafische Gestaltungselemente in der Anzeige.
Richtig. Und die Person ist auch nicht abgebildet, die man ansprechen soll. Auf keinen soll. Fall. Eben, was du gesagt Weder hast. Weder die Person noch ein Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Die sind alle nicht gezeigt. Keine Menschen in der Anzeige. Mhm. Oder viel schlimmer wäre noch so ein, kennst du diese amerikanischen Stockfotos, wo dann ein Asiate, ein Dunkelhäutiger, darf man das eigentlich sagen, und ein europäisch anmutender zu dritt irgendwie in die Kamera grinsen und völlig falsch gestylt sind, weil es gar nicht in unserer Umgebung ist, aber alles super geleckt ist und sie dieses Zahnpasta-Blender-Mint-Lächeln haben, das ist auch ein absolutes Ja, halt diese typischen Fertig-Gäste-Fotos, zum Beispiel so die Frau in der Sauna mit dem Handtuch umgewickelt. Ja, auch sehr schön. Auch sehr schön. Ja. Genau, und deswegen möchte ich da unbedingt arbeiten. Also als Mann vielleicht, aber ich jetzt persönlich nicht. Also, liebe Salz in der Suppe-Fans, wir wollen euch nicht weiter verwirren. Ich finde es immer schwierig bei diesen Not-to-Do-Folgen, weil man spricht ja die ganze Zeit darüber, was ihr nicht tun sollt. Macht das nicht, was wir jetzt gesagt haben. Ja, weißt du, was wir deswegen jetzt für eine Folge hinterher schießen? Ein To-Do. Must have. Ja, genau, sehr gut. Ihr Lieben, macht's besser da draußen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!